Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für 3, der ist hier bei Crush Fortific 89. Letztes Part konnten wir endlich den Raiden-Turm von Raiden komplett besteigen. Nach einigen Schwierigkeiten. Und mussten aber feststellen, dass wir die Moment. Die Krennspinelle dort nicht vorfinden konnten. Aber Raiden selbst konnte uns bestätigen, dass sich die Krennelle in Turm von Alexandria befand, wo wir sie gerade geholt haben. Und nun können wir sie endlich Dominico übergeben. Auf die Rückkehr von Jessica, um für die Rückkehr zu Jessica gewappnet zu sein. Da nichts wie rein. Oh je, was ist jetzt schon wieder los? Wahrscheinlich hatte dieser Domenico Freunde, daran seine eingeschätzte Ärger und Leid zu fügen. Er wird mich auszubehandeln, wenn ich das falsch mache, kann mir also keinen Ausrutscher erlauben. You disgust me! I didn't know you from Adam, but still I took you in. And this is how you repay me. I didn't do anything. Please believe me, I was just feeding Leopold as normal. What? What did you call him? It's Sir Leopold. Just who do you think you are? Of course he has. Such impertinence. And as if omitting your title wasn't enough. No doubt the vile lieabouts late feeding you too, Please, Master. Don't be angry. I'm more than happy to serve Leopold. Sir Leopold his dinner whenever he wants it. And well you should be. Get on with it then. You disgusting little maggot! Yes, Master. Once, Master. Well, Sir Leopold, enjoy your dinner, now that it's finally arrived. Leopold is as much your master as I am. I shouldn't have to remind you that you treat him with the utmost respect. Understood? Ah, you're back. I apologize for my servant's unsightly display. So, what are you doing here? If you come to report back, I'll be waiting in my room. Das ist die Szene, von der ich gesprochen habe. In Original Dragon Quest 8, sogar in der deutschen Variante für PlayStation 2. Da ist sogar gezeigt worden, wie er das Futter für ihn vorkosten sollte. Als kleine Strafe dafür, dass er ihm anscheinend nicht zeitlich das Futter gebracht hat. Ernsthaft, ohne Kack. Er, der arme David, musste das Futter auch noch vorkosten, das wurde auch noch gezeigt. Aber das war anscheinend so krass, dass sie es jetzt bei der 3DS-Variante gestrichen haben. Ah, ihr seid es, haha. Ihr habt alles mitbekommen, es war wie peinlich. Aus irgendeinem Grund ist Meister Domenico heute schlecht gelaunt. Er braucht jemanden, an den Aubrey gehen kann. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht entlässt. Dass er aber nicht verliert. Ich mag den Meister sehr gerne. Ich kann gar nicht genau klären, warum, aber ich glaube, es ist Schicksal, dass ich gelandet bin. Außerdem hat man ihm auch noch richtige Hundelaute gegeben, den guten Sir Leopold, und nicht solche billig nachgemachten. Wirklich, man hat da echte Hunderufer verwendet bei ihm.
Ich muss es ja wissen, da ich bis hierhin auch die PS2-Variante gezockt habe. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, ich meine, Dragon Quest 8 habe ich jetzt, also die 3DS-Variante habe ich auch noch nicht so lange gespielt, aber ich habe mal bei, ich habe mich da ein bisschen spoilern lassen und habe wirklich mal zensierte Szenen gesehen. Und hier ist mir dann aufgefallen, das war die erste Szene, die ich mal gesehen habe, bevor das Spiel rauskam. Ja, echt krass, oder? Also anscheinend, deswegen hat man es jetzt auch schon anscheinend hier rausgenommen, dieser Variante. So, mein lieber Herr Meister Domenico, bitte sehr. I hope that little saying before didn't upset you. It's nothing unusual. I don't know why, but just looking at David's face makes my blood boil. Of course, I never dream of firing him. I have far too much fun being his master. But enough of that. Have you got the jewels? Have you brought me the grand spindles? Ha ha! You have! I won't have you bore me with details. I only care about results. Just holding them in my hands, I can feel the waves of magical energy flowing out of them. Yes, the grand spinners. Making an impenetrable barrier will be simplicity itself with these. That wand-waving bimbo won't stand a chance. And I expect you're feeling rather pleased with yourself. Helping the great Domenico is an honor. So, let me reward you. You may serve me as a god until that meddling girl comes back. I presume you accept this honor. Very good. From this moment on, you will be my bodyguards. And now, for the first task in your new post. Come this way. This leads to my secret library. You will find a book for me in there. The book is called The Big Book of Barriers. It contains a recipe for making a very powerful barrier. Alles klar, dann suchen wir mal nach dem Buch. Aber vorher plündern wir hier ordentlich. Mini-Medaille. Vielleicht auch etwas Kohle, das wäre gut. Nein, aber eine Zauberrobbe. Was haben wir hier? Ah, doch etwas Kohle. Wenn auch nicht gerade sehr viel. Aber das tut's auch. So. Das Skript, die Geschichte der Diagnosos-Familie. Band 1. Es wurde offenbar von einem Ahnen Dominikus verfasst. Mein Name ist Kletos Diakonos. Ich bin bei den Großmagier Kupas in Lehre gegangen. Kupas war mehr als nur ein Lehrer und Meister für die magischen Künste. Er war zudem ein äußerst weiser und kluger Mann. Eines Tages sagte er zu mir: Einst wird das Böse in das Land zurückkehren, und wenn das geschieht, dann werden die magischen Fähigkeiten eines meiner Nachkommen ihn als Erben eines großen Weisen zu erkennen geben. Und das wird ihn in große Gefahr bringen. Meister Kupas, um die Sicherheit seiner Nachfahren gesorgt, traf eine folgenschwere Entscheidung. Mit einem machtvollen Zauber übertrug er seine Kräfte auf mein Geschlecht, um die Wahrheit vor der Welt zu verbergen. Als das schicksalhafte Ritual abgeschlossen und Meister Kupas seiner Zauberkräfte beraubt war, wandte er sich ab und ging wortlos davon. Verzweifelt versuchte ich ihm zu folgen, doch er war und blieb spurlos verschwunden und ich sah ihn niemals wieder. Interessant.
Das ist das zweite Band. Und als Maske die Geschichte der Diakonos-Familie Band 2. Es wurde offenbar von Andromedikus verpasst. Mein Skletus Diakonos. Nachdem Meister Cooper seine magische Kräfte auf mich übertragen hatte, belegte ich unsere Familienlinie mit einem besonderen Zauber. Wie viele Jahre auch ins Land gehen würden, der Zauber würde sicherstellen, dass die Schicksale unserer beiden Familien untrennbar miteinander verbunden blieben. Dass unsere Nachfahren, wenn die Zeit gekommen war, unwiderstehlich zueinander hingezogen würden. Jetzt kann ich nur hoffen und beten, dass die Diakonos-Familie stets bei den Nachfahren von Meister Coopers Wachen sie beschützen wird. Und dann befindet sich hier also das Buch der Barrieren. Jupp. So, dann war hier eine kleine Geschichtsstunde. Und hier liegen jede Menge andere Bücher auf der Seite. Anscheinend gab es nicht genügend Regale, um sie alle einordnen zu können. Süßer ist das Mädchen mit dem Zepter! Oh oh. Ich wusste es doch. Kaum habe ich das Buch, schon gibt's Ärger. What on earth took you so long? That pesky wand-waving bimbo is tied up again. I must erect the barrier immediately. Did you find the big book of barriers? Don't disappoint me now. Yes. Yes, this is it. Now, let me see. Yes, the final barrier. I must begin at once. You, go outside and stall that meddlesome floozy. What are you worrying about? I'll have it done in a flash. Can't you tell a great magician when you see one? Just before you go. Fiery foo and babbling goo. Stall that wand-waving menace! Every second counts! Go! Und dabei habe ich mich vorhin noch in Alexandrien geheilt. Seems legit. Da habe ich jetzt ein bisschen Gold dafür verprasst, um übernachten zu können. Und dann heilt er mich oder wenn er mich eh heilt. Vor dem großen Kampf. Ist klar. Na schön, dann rüste ich mich mal jetzt mit dem Bastardschwert aus. Ansonsten bleiben alle anderen so, wie sie sind. Ich sollte mal jetzt das Gepäck ordnen. Oder den Inhalt noch Typ sortieren. So, das sind alles Ausrüstungsgegenstände. Nochmal die Weltkarte, okay. Haben wir hier noch, oh, das Modium-Essenz. Das übernehme ich. Und Zauberwasser. Nee, nicht benutzen. Transfer. So, haben wir auch noch eine, nö. Sieht nicht danach aus. Von Zauberraum habe ich jetzt mehrere. So, dann mal los. Vorher sollte ich mal schnell speichern. Für alle Fälle. Okay. Natürlich möchte ich es fortsetzen. So.
Dann schnappen wir sie uns mal. Jessica, wo bist du? Wo mag sie bloß stecken? Jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Es ist außerdem noch Nacht. Da passt das perfekt gerade. Oh oh. Hier, oder? I see you've ignored my advice to prepare a stronger defense. Shut up! You won't get past me! I won't let you lay a finger on Master Domenico! Domenico? What's so funny? Such a pity that you should die never knowing about your noble origins. I intend from the start that Sir Shoff was not the one. The scepter is all-knowing. No, I seek the chosen heir of the great sage Tumpus, one of the seven who sealed away the Lord of Darkness, Rathor. Okay, die böse Jessica. Dann wollen wir mal. Konzentration, jedermann. Daneben. Au, das war ein Volltreffer. Eieiei, setzt einen besonders starken Zauber ein, das war zu erwarten. Oh nee. Nein, Angelo! Na warte, ich greife jetzt an. Falkenhieb. Du. Axt der Angst. Nein, den ersten Angriff ist sie aus! Alter Schwede. Was soll ich jetzt machen? Doch mal konzentrieren, würde ich sagen. Oder nein, besser gesagt heilen. Guten Jengis, der hat schon viel zu viel Schaden erlitten. Nein, jetzt schläft doch noch er. Willst du echt alle einschläfern oder was? Kann nicht wahr sein. Nimm das! Kauf doch nicht immer ihn an. Ja, die anderen auch, damit sie endlich aufwachen. Endlich wacht mal Angel auf. Dafür schläft jetzt hier Angus. Das geht dann so richtig auf den Keks, das Ganze. Multiheilung. Ui. Nein, es schlafen alle. Und da beschwert sie noch mehr Monster. Und mein Kater wird angegriffen, der den mal der meisten Schaden erlitten hat.
Alter Schwede! Lähmungseffekten, aber das bringt doch nichts, ne? Wachen die alle auf. Jetzt brauche ich den Bumerang. Und wenn die jetzt wieder auf Schnarchzauber setzt, was bringt mir das? So, Multi-Hallo. Nein! Hört auf! Lasst jetzt mal Angelo ran! Shit. Oh mein Gott. Ja, darf Angelo jetzt mal was machen? Müssen alle Feinde vorher angreifen? Was? Wieso allein die Feinde keinen Schaden? Muss ich hier extra konzentrieren oder was? Okay, wenigstens jetzt einige von denen weg. So, das sieht schon besser aus. Nicht wieder mit den verflixten Schnarchzauber kommen, ist alles gut. Versuchen wir einen Scharfrichter. Und ja, nochmal Multiheilung. Der Schatten sind immer noch ein, es sind immer noch einige im Leben. Nein! Da wird noch mehr beschworen, jetzt glaubst du ja nicht. Daneben. Ach, come on. Mega Stärkung vielleicht. Aber das bringt nichts, wenn ein Zauber ins Spiel kommt. Nein, 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 nein. Ah, nein! Oh, Gott sei Dank, er wacht auf wieder. Das hasse ich so. Und der Verteidigungsschub, der zeigt seine Wirkung. Okay, ich hoffe, die Konzentrationsstufe ist bei ihm nicht wieder niedriger. Okay, sind jetzt zum Glück wieder alle wach. Ist wieder ein Bosskampf, wie im Buche steht. Wieder fitter. Au, armer Angelo. Das tut weh. Die Angus erleidet da nie Schaden. Diese Attacke. Endlich mal ein Treffer. Thank you.
Gut, sie greift ihn an. So, jetzt aber Angriff! Und wieder Axt der Angst gegen die böse Jessica. Und du bleibst beim der Multiheilung. Ist schon besser. Dafür habe ich halt etwas Konzentration abgeben müssen. So. Schon ist sie wieder alleine. Aua. Aber trotzdem hat sich der die Kamera viel zu sehr weggezoomt, weil sie halt von jeder Menge Feinden umgeben war. Okay. Das sieht ein bisschen lustig aus, muss ich zugeben. So, bitte jetzt keinen Schnarchzauber mehr, weil das geht mir richtig vom Keks. Ja. Das aber auch. Ständig Feinde beschworen werden müssen. Also Multischuss. Sehr schön. Ja, nochmal Axt der Angst. Nochmal Multischuss. Noch dich die ganze Zeit mit Jessica. Den Schatten auch bitte. So, jetzt aber. Falkenhieb. Du bist ja Jessica. Versuch es mit Scharfrichter. Oder noch besser, Helmspalter. Warum nicht gleich das einsetzen? So, immerhin. Nein! Nein! Nicht ihn! Fuck! Jetzt sind wieder alle eingeschlafen! Gott noch mal, das geht mir richtig auf den Keks. Das war alles so gut wie down, eh. Los, wach auf, du Schlafmütze. Shit. Mittelheilung für Angelo und... Axt des Bösen gegen diese Feinde. Du, Multiheilung. Heilige Scheiße, wie lange wir brauchen, bis dass wir diese Feindin endlich besiegen. Oh Mann. Warum? Warum trifft das keinen? Ja! Endlich! Das wär's! Dann rüsten wir uns mit dem Bomben aus. Okay, jetzt volle Kanne angreifen. Und dann war's das. Wir können uns gar nichts.
Und tschüss. Geschafft. Und Angelo kriegt dafür ein Level Up. Nice. Braus. Jetzt erlernt er den besten Windzauber. Schimmernder Schuss kann er jetzt einsetzen. Okay. Sehr schön. It's not possible. No human could match the power of the scepter. You won't get away with this. Now you'll see the true power of this scepter. Already it has ended the bloodlines of four of the sages. Get out of the way! Move! Move! Just in the nick of time, the barrier is ready. You villainous fiend! Take my life, would you? Well, you'll have to break through my barrier first! Behold, I am a mastermind. Well done. You did a fine job of keeping her at bay until I was ready. I must reward you. You may have the honor of finishing her off. Do you accept? What? Why on earth not? Explain yourself. Well, well. So, this girl is a friend of yours. And she's been under some kind of curse ever since you defeated the Duel Magus. Oh, hardly a good excuse. But I don't care anymore. The girl is yours to do with as you please. Consider it a reward for attempting to protect my life. There won't be any, financial reward, of course. Wait. Where's Sir Leopold? He's gone. He must have been scared off by all the disturbance. David, go and find Sir Leopold at once. Yes, Master. I heard this story from my great-grandmother. She told me how her own great-grandmother was a renowned sage who came from the Western continent to be married. A sage? What do you mean? I didn't really understand at first either. But apparently, even though she was a woman, she was a master of sword fighting and magic. Really? So, maybe that's why you're so good at them too. Maybe it came from her? If only. But I'm not under any illusions. I'm sure there's room for improvement with my sword work, and any real magician would think my magic's just child's play. You think? Well, I can't do either. If you ask me, your magic's amazing. Thanks, but it really isn't. In fact, if you ask me, I wasn't the one who inherited our ancestors' magic. I think it was you, Jessica. I'm sure there are abilities and skills that haven't yet been awakened in you, but one day they will be. And I can't wait to see you when that day comes.
finally coming to. And you, King Trode. What happened? I feel like I've just woken up from a really long dream. Ah, it looks like you're back with us at last. Don't you remember? You disappeared the day after we defeated Dormagus. Yes, I do remember. But wasn't that all a dream? I was being controlled by a hideous magical force. Just like Dormagus was. It was this huge, terrible, evil, magical being. The Lord of Darkness, Rapthorn. But I found some things out. Listen, I've got so much to tell you. There's no need to rush. Just take your time and start at the beginning. Yes. Rapthorn was ordering me to do things. He told me to seek out and destroy the heirs of the Seven Sages so his seal would be broken. Rapthorn once terrorized the world, and it was the Seven Sages who managed to seal away his soul. They didn't have the power to destroy him completely, but they shut his soul away in the scepter and sealed it with their mystical blood. Rapthorn's curse seeks to destroy those sages' heirs. Master Rylus, my brother Alistair, Abbot Francisco, and the man from Baccarat. Everyone who's been killed has been an heir of one of the Seven Sages. And the plot thickens. Do you mean to say that the reason Medea and I haven't been turned back to normal is also to do with this Rapthorn fellow? I don't know, but there are only three heirs left, David and two others. If the heirs of all seven sages are wiped out, Rapthorn's seal will be broken and he'll escape from the scepter. That's it! The scepter! King Trode, where is it? Where's the scepter? You mean the royal treasure? Come to think of it, I don't know. I lost sight of it in all of the hullabaloo. No! David's in danger. Whoever picks up the scepter will fall under Rapthorn's control. We have to find it. We have to save David. Come on, we must find the scepter before it's too late. Ja, aber das machen wir dann im nächsten Part. Und wenn mir es gefallen hat, Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer CrossroadFig89 bis zum nächsten Part von Let's Play. Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für 3DS. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder?